Wir kommen zum nächsten Thema schon. Also was heutzutage wirklich wichtig ist, ist das Thema Loslassen. Viele können nicht loslassen. Viele können aber auch nicht zulassen. Und Fernheilen oder Biosensorik und Loslassen, für mich sind das drei Begriffe, die zusammengehören. Also die müssen in jedem Leben eigentlich vorhanden sein. Das sind die wichtigsten Themen überhaupt auf Erden. Also Fernheilung kannst du immer einüben. Es ist nur noch Übungssache. Biosensorik heißt, das ist deine persönliche Energie. Zum Beispiel Handauflegen gehört dazu. Und das Loslassen ist deine Seele. Und das sind die wichtigsten Themen, die wir im schamanischen Bereich auch behandeln. Jeder von uns lernt natürlich mit den Jahren Dinge oder Menschen loszulassen, die man nie braucht. Die Energiekosten. Das ist eine Geschichte. Wir lassen aber jedoch auch das oft los oder versuchen mindestens, dass wir auch früher geliebt haben. Doch ist dieser Lernprozess meistens sehr, sehr schmerzhaft. Heute werde ich einige schamanische Geheimnisse dir offenbaren, auf jeden Fall, wie diesen Prozess erleichtern können. Weil Loslassen gehört natürlich zu uns. Ich lernte diesen Prozess bereits in meiner Kindheit kennen und kann heute auch behaupten, dass er ein wichtigster Aspekt der Selbstwertung ist. Nur durch das Loslassen können wir freie Räume für die Wünsche erschaffen, also für das, was wir wollen, damit wir glücklich werden. Also ohne das Loslassen funktioniert es einfach nicht. Und durchs Loslassen dessen, was unser Leben unglücklich macht oder traurig macht, sei es Menschen, sei es irgendwelche Umstände, können wir frei werden. Frei werden und das Leben endlich mal genießen oder überhaupt mit Heilung arbeiten. Also ohne Loslassen gibt es keine Heilung. Es gibt mehrere Methoden natürlich, die diesen Prozess unterstützen. Und einige Techniken wirst du heute noch kennenlernen. Also was das ermöglicht. Einige Übungen werden vielleicht mal dir bekannt vorkommen, einige vielleicht komplett neu. Aber die sind alle alt. Also im Endeffekt sind es 1000 Jahre alte Weisheiten, die ich heute hier präsentiere. Sie werden von Generation zu Generation weitergeleitet, weitergegeben. Und nun kannst du natürlich die Möglichkeit nutzen, diese Schätze auch kennenzulernen. Das Loslassen ist das beste Mittel überhaupt, um sich selbst zu finden. Viele stehen jetzt momentan in dieser Zeit da und sagen, okay, wo fange ich an? Was ist mein Leben überhaupt? Was sind meine Ziele? Und mich interessierte nicht mehr damals, wo ich mit Loslassen angefangen habe, was andere Personen, die mir nicht gut getan haben, zum Beispiel über mich denken. Also, die waren nicht mehr in meinem Leben. Also, dieses Befreiungsgefühl ist immer wichtig. Mich interessierte dadurch aber mehr mein eigenes Leben und meine seelische Entwicklung. Und du hast auch natürlich deine Entwicklung ständig dabei. Also, mich interessierte auch die Entwicklung meiner Familie, meiner Freunde, also Menschen, die mich brauchen. Wir sind immer ständig in einem Energieaustausch mit Mitmenschen. Es passiert eigentlich nonstop. Also, aber auf verschiedenen Ebenen. Wir sind zum Beispiel karmisch sehr stark verbunden miteinander, seelisch, aus dem Vorleben. Sexuelle Verbindungen gibt es auch. Unbewusst kommunizieren wir auch sehr stark miteinander, also telepathisch, sagen wir so, oder über das Herzchakra, über unsere Gefühle aus dem Herzen. Wir kommunizieren auch verbal, visuell, durch Augen, Ansehen, Kommunikation, durch Berührungen kommunizieren wir auch, durch andere Sinne, wie hören oder spüren, oder auch übergeistig, durch Visionen. Das ist genau der schamanische Punkt. Und jeder hat seine eigene Realität. Also verschiedene Muster, Dogmen, was wir mitgebracht haben, das sind die Dinge, die unsere Realität eigentlich formen, die uns auch besonders machen. Auch du bist ein besonderer Mensch. Und jeder Mensch spürt seine eigene Realität anders. Wir können im gleichen Raum jetzt sitzen und trotzdem siehst du andere Dinge in diesem Raum als ich. Und diese basiert natürlich, diese Realität, auf den Erfahrungen aus dem Vorleben in erster Linie und natürlich auch aus der Erziehung. Vor allem Vorleben, Kindheit natürlich, Gegenwart. Aber diese Erfahrungen machen dich zu dem Menschen, der du heute bist. Du bist Gold wert. Jeder von euch, die da jetzt gerade zuschauen, du bist Gold wert. Und das muss dir einfach mal bewusst werden.
Was unsere Zukunft angeht, ein durchschnittlicher Mensch baut natürlich seine Zukunft in der materiellen Welt auf, hier auf Erden. Schamane macht es ein bisschen anders. Wir bauen unsere Zukunft eigentlich zuerst in der spirituellen Welt auf, visuell. Und man kann sagen, auch die Planung der Zukunft, die passiert theoretisch eigentlich virtuell. Das ist das neue Wort. Und für mich war es eigentlich nie wichtig, die materielle Welt vorzuziehen. Also es gehört natürlich dazu. Aber alles, was ein Schamane braucht und alles, an was er denkt oder glaubt, bekommt er auch. Ob es jetzt Geld ist oder dankbare Schüler oder liebe Menschen in seinem Leben. Er erlangt seine Ziele einfach ohne Einschränkungen, also jeder Schamane. Und ein Schamane hat natürlich in der spirituellen Welt keine Blockaden oder Störungen. Er ist einfach mal voll da rein integriert. Und das hat auch mit Loslassen zu tun. Will also ein Schamane zum Beispiel jemanden heilen, er stellt sich seine Heilzeremonie schon ins Detail vor, wie der Klient genesen kann zum Beispiel oder was genau passiert. Also kleinste Detail ist schon vor Augen. Und dadurch wird natürlich in der Wirklichkeit, also in unserer physikalischen Welt, viel bewegt. Das ist das Geheimnis. Und dasselbe machen Schamanen eigentlich auch beim Loslassen. Sie stellen sich diesen Prozess einfach mal in Detail vor. Wir lassen also das los, was uns oder unsere Entwicklung stört und nicht in unser Dasein passt, schon visuell davor. Und dann fangen wir damit an.